Na, Hallihallo, ja. Was kann ich denn sonst noch sagen, außer Hallihallo und ach nein, bitte nicht runtersliden. Ach, egal, das mit den Begrüßungen, das müssen wir noch irgendwie anders, muss ich mir noch anders ausdenken, aber diese Folge hat jetzt sowieso schon begonnen, das heißt jetzt schnell hier rüber. Ach, warte mal, ich bin auch dumm. Ich muss natürlich erstmal. Nein! Ach, okay. Es ist nicht mehr. Die rechte Plattform ist nicht mehr hoch genug, dass ich da rechts über diese Eiskante springen kann. Das heißt, ich muss jetzt immer diesen Weg hier nehmen. Etwas umständlich, aber wahrscheinlich habe ich es verdient. So, ich muss natürlich jetzt erstmal hier diesen gegenüberliegenden Aufzug hochfahren. Da. Den da. Und zwar auf diese Art. Wenn bloß alles so einfach wäre, einfach nur den linken Stick etwas drehen. Ich habe übrigens neulich von meinem DualShock 3 Controller den Stick, das wird keinen interessieren, aber ich habe von meinem DualShock 3 Controller, ups, so, habe ich den Stick ausgetauscht gegen billige Nachbaumodelle von eBay. Und ja, geschafft. Wo ist sie? Kriegen wir einen NPC, einen Begleiter? Oh. Ja, auf jeden Fall habe ich Sticks ausgetauscht. Natürlich mit billigen Modellen, die nicht mehr so gut sind. Aber ich habe mir auch einen zweiten PS3-Controller geholt, um einen zweiten Last of Us-Aufkleber aufzukleben. Und wen juckt das? Ach, ich weiß auch nicht. Schauen wir mal weiter. So. Ach so, haben wir hier eigentlich noch. Habe ich gar nicht geguckt, ne? Irgendwo noch Lampen oder so? Von hier aus sehe ich aber jetzt keine mehr. Wahrscheinlich wird irgendwo den. Ach, da oben ist noch was. Oder? Ja. Sonst sehe ich hier aktuell aber nichts. So, wie machen wir das denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal gucken. Das hier kann ich auf jeden Fall irgendwie. Ach, warte mal, ich kann auch so machen. Einfallslos. Sieh dir das an. Die Hexe hat den Aufzug die ganze Zeit laufen lassen. Sie hat sogar Verbesserungen vorgenommen, aber ich glaube, die Seile überstehen nicht mehr viele Fahrten. Eine reicht auch völlig aus. Zwei. Ich möchte gern wieder runter. Irgendwann. Ach so. Ach, ich kann den. Ach, okay. Das ist also ein Einwegschalter, der geht danach wieder zurück. Vielleicht setzt uns das in Bewegung. Ja, ziemlich sicher wird es das tun. Das habe ich nämlich schon ohne dich rausgefunden. Ja. So, jetzt will ich erstmal die Sachen gucken, ob ich hier was. Ich glaube nicht, dass man hier viel aufsammeln kann. Na, dann. Auf geht die Fahrt! Pro geht der Aufzug jetzt kaputt. Es geht gar nicht Hexe anders. ist clever. Alles im Tal ist so aufgebaut, um den Mythos von Baba Yaga zu erwecken. Und der Pollen erledigt den Rest. Als ich den Aufzug das letzte Mal sah, war er völlig anders. Was hast du gesehen? Wie die Legende sagt, ein Haus auf riesigen Vogelfüßen. Aber ohne Pollen ist es nur ein alter Apparat. Ich habe Großvaters Geschichte geglaubt. Sie ist Russin. Sie kennt den Mythos sehr genau. Nadja, dein Großvater weiß womöglich, wer sie ist. Du sagtest, er war Gefangener im Gulag. Nein, so habe ich das nicht gesagt. Mein Großvater war eine Wache. Meine Großmutter war die Gefangene. Sie war eine brillante Wissenschaftlerin. Sie sollte draußen im Tal etwas in den Ruinen machen. Aber dann kam die Hexe. Großvater hat sich nie verziehen. Die Hexe zu töten, bringt sie nicht zurück. Aber ich verstehe es. Hoffentlich erreichen wir ihn rechtzeitig. Ja, ich habe zugehört. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe nur gleichzeitig versucht, diese Dinger kaputt zu machen. Von denen ich der Meinung bin. Ah, da ist noch eine. Dass man sie nur während der Fahrt kaputt machen kann.
So, das hätten wir erledigt. Ja, also das, was sie gerade erzählt hat, dass ihr Großvater eine Wache war, das haben wir mittlerweile schon selbst rausgefunden. Bleibt sie da? Okay, sie bleibt offenbar da. Dass ihr Großvater eine Wache war, haben wir selbst rausgefunden und alles andere, das befeuert meine Argumente eigentlich nur noch weiter, dass die Großmutter die ist, von der ich es schon häufiger vermutet habe. Ach, ein Buzz. Komm schnell. Oh. Nein. Oh, Nadja? Oh. Wie? Oh, es ist der Pollen. Hier, lass mich. Opa, kannst du mich hören? Ich wollte... Ich konnte sie nicht retten. Ich wollte... Shh, alles in Ordnung. Ich bleibe bei ihm, Lara. Es ist Zeit. Du hast nur noch eine Dosis übrig. Nutze sie gut. Muss ich du... Okay, die Dosis muss ich dann wohl selber nehmen. Gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Sie steckten mich zu den anderen russischen Gefangenen. Ich konnte den Hass in ihren Augen sehen und konnte es ihnen nicht verübeln. Für sie war ich nur ein weiteres Instrument ihrer Demütigung und Entwürdigung. Ich sagte ihnen nicht, was ich zu tun versucht hatte. Es konnte niemals genug sein. Als die Revolte kam, war ich bereit. Die einheimischen Gefangenen, die genau aus diesem Dorf in den Gulag geschafft worden waren, wurden von den Russen ferngehalten. Sie hatten von meinem Widerstand erfahren und das hielt sie davon ab, mich wie die anderen Wachen zu töten. Ich hielt meine Tochter, deine Mutter, zum ersten Mal, als der Gulag um uns herum in Flammen stand. Die Dorfleute nahmen uns beide auf und stimmten gegen ihren eigenen Aberglauben zu, mir zu helfen, deine Großmutter aus dem Tal zu retten. Oh, okay. Sie stimmten zu, sie zu retten. Ich meine, das ist natürlich, ich habe auch die ganze Zeit, ich weiß auch gar nicht, wie doof ich bin, ich habe die ganze Zeit irgendwie im Kopf, obwohl ich es wohl wusste, habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass, wie sie ja sagt, diese, Nadja sagt die ganze Zeit, dass die, dass es ihr Großvater ist, was sie natürlich auch ist, aber ich habe irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf mir vorgestellt, dass das ihr Vater sei und so und dass Nadja das Baby wäre, das stimmt ja gar nicht. Ist also schon etwas länger her. Mal gucken. Ah, guck mal. Was können wir denn hier upgraden? Schusswaffen. Laufmantel nachkommen. Es bringt mir nur Vorteile, warum also nicht? So, Fähigkeitspunkte habe ich auch wieder. Da kann ich mal ein bisschen besser jagen gleich. Schauen wir mal hier. Die Menge der künstlichen Herstellungsmittel, die sie von jeder Quelle sammeln. Künstlich hört sich eigentlich immer besser an als natürlich, muss ich sagen. Weil natürlich, das ist ja in jedem Baum zu finden. Ne? So, dann... Sie muss drin sein. Jetzt wird's ernst. Okay. Das ist künstliches Licht. Sie ist es. Sie war es immer. An den Rändern, im Dunkeln, immer da. Sie... Wegen ihr sind wir hier. Wir wussten es bloß bis jetzt nicht. Sie ist das Zentrum der Welt. Sie lässt den Nebel wirbeln und unseren Verstand ersticken. Sie kann uns Klarheit geben. Sie sagte ihren Namen. Baba Yaga. Und unsere Wunden heilten. Mit einem anderen Wort riss sie uns wieder auf. Wir sind nichts und gehören ihr. Wir werden tun, was sie befiehlt. Dafür sind wir bestimmt. Das oh, ist Gott. Gut. Was hat sie mit ihnen gemacht? Ja, offenbar den hier sterben lassen. Das kann man gleich bestimmt mit unseren Seilpfeilen von der anderen Seite aufmachen.
Ist bestimmt wie so ein Einweglabyrinth, wo man durchläuft und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Okay, die eine Dosis, die wir noch haben, die haben wir jetzt noch nicht genommen. Ich vermute mal, dass sie wahrscheinlich entweder der Hexe dient, aber die Hexe hat ja schon das Gegenmittel. Oh. Schwindelig. Nein, ich brauche das letzte Gegengift. Ja, dann nimm es. Das ist der letzte Rest. Ach nein. Das sind nur Männer. Du schaffst das. Wo ist der? Da. Ich glaube nicht, dass ich aktuell viel mit den Seilen machen kann. Ja, ja. Kann ich mich heilen? Oh ja, es geht. Okay. Achso. Warte. Warte. Gib mir eine Sekunde. Okay, also vom Seil fernhalten. Ja, und? Ah. Sehr gut. So, da muss ich das wahrscheinlich jetzt noch ein, zwei Mal machen hier. Wie kriege ich das auf? Ah. Warte mal. Ach, hier. Wow, hier muss ich hin. Scheiße, okay, ja gut, alles klar, das kriege ich auch hin. Ach, okay, Pfeile sind oben. Ja. Das ist so kompliziert, ist die Hexe gar nicht. Ja. So. Was nu? Na los, Lara. Wo ist sie? Ach, da oben. Okay, alles klar. Kein Wunder. Keine Sorge. Ich gehe dahin. Mein Mikro übersteuert die ganze Zeit ein bisschen. So, erstmal ein bisschen weiter weg von mir. Munition habe ich eigentlich die ganze Zeit schon genug. Aber wir können jetzt noch mal ein bisschen heilen. Okay, brauche ich gar nicht. Oh. Auch das noch.
Nein. So. Das ist nicht real. Los, weiter, verdammt. Ah. Hör auf, so komisch zu reden. Sprich Deutsch. Unterhalte dich mit mir. Ich brauche auch Freunde. Unterhaltung. Okay, hier geht's nicht durch. Mal gucken. Was tue ich hier drin? Ach, warte mal. Ja. Hier kann ich natürlich nicht hochspringen, ist ja klar. Oh. Hallo. Lass mal heilen. Heilen kann ich die ganze Zeit, das ist gut. So, wo muss ich die jetzt... Wo muss ich die jetzt anbinden? Hier. Oh. Achtung. Ah, nein, 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 nein. Ah, 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 und... Ach, es geht immer noch weiter. So, noch eins. Okay. Das ist cool, ne? Die hat das Zeug genauso gebaut, dass man sie damit besiegen kann, aber nur in 4 Stufen. Ist schon in Ordnung. Ich will dir doch gar nichts Böses. Wenn die eine echte Hexe ist, dann müsst ihr das eigentlich erfahren. Fuck, wie komme ich da rüber? Ach, so. Oh, oh. Ist das... Okay, das scheint richtig zu sein. Also wenn ich hier hochkomme, dann ist es auf jeden Fall richtig. So, zack. Hexe ist irgendwie ein bisschen mehr nervig als gefährlich aktuell. Aber es ist nicht so schlimm. Also mich stört das nicht. Was ich gut finde, ist, dass ich relativ schnell... Oh. Nein, 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 nein. Was ich gut finde, ist, dass ich relativ schnell verstanden habe, wie man sie besiegt. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich weiß, wie man sie besiegt, weil ehrlich gesagt... bin ich jetzt mental schon darauf eingestellt, immer wieder dasselbe zu machen. Ah, guck mal. Da ist sie. Was tut es? Mal gucken. Ach, jetzt muss ich hier... Ach, so. Ja, und so. Ach, warte mal. Ist das das Richtige? Okay, ist das nicht das Richtige? Dahin. Augenblick. Ach, warte mal, ist das unser ursprünglicher Bereich, wo wir waren? Das wollte ich gar nicht. Scheiße.
Nein, das wollte ich gar nicht. Wohin muss ich jetzt? Okay, ich kann es nochmal probieren. Immerhin etwas. So. Die Hexe, die ist gerade nicht so angriffslustig, muss ich sagen. Ja, komm nur her. Ja, und? Lara! Lara, hörst du mich? Ich bin gerade beschäftigt. Großvater ist wach. Er sagt, sie ist es, Lara. Sie ist meine Großmutter. Sie lebt. Bitte, du musst. Vielleicht kommen wir zu ihr durch. Wir müssen es versuchen. Ich tue, was ich kann. Aber das muss ein Ende haben, Nadia. Ja, das möchte ich mal annehmen. Zack. Okay. Es geht nach oben. Ach, das noch ist aber mehrere Ebenen. Das ist auf jeden Fall ein Bosskampf, der deutlich länger ist, als ich erwartet hätte. Aber das macht nichts. Soll uns mal in Ruhe lassen, die Hexe. Ich hab dir überhaupt nichts getan. Ich will dir auch eigentlich nichts tun. Achso. Wo will ich hin? Das muss ich mal kurz rausfinden. Oh, ja. Ja, heil dich, heil dich, heil dich. Du sollst dich heilen. Du sollst dich bitte heilen. Oh, nein, nein, nein. Bleib mir fern. Bleib mir fern. Ja, okay, sehr gut. Das war jetzt zum ersten Mal ein bisschen knapp. Gute Statistik, muss ich sagen. Wow. Okay. Warum schießt sie so langsam? Sollte ich mal Mühe geben. Wir kämpfen hier gegen eine Hexe. Ah ja, okay. Jetzt kann ich da lang. So, jetzt habe ich die oberste Ebene habe ich jetzt erreicht. Kurz nachladen. Ich habe jetzt... Okay, doch. Ich habe noch ein bisschen Munition. Habe ich noch. Komme ich überhaupt dahin? Warte mal. Ist das überhaupt der richtige Ort, wo ich hier bin? Oh, okay. Ja, ist es. Ja. Ach. Oh. Nein, 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 nein. Ja, okay. Ja. So, die Wölfe sind am schlimmsten. So, die Wölfe sind am schlimmsten, weil die keine Angst haben und weil sie sich nicht verstecken. Oh. So, so langsam kriege ich schwitzige Hände. So, komm, den einen, den... Das eine, das gönnen wir ihr noch. Oh.
Stopp. Es reicht. Ich weiß, wer Sie sind. Ich kann mir kaum vorstellen, was Sie tun mussten, um zu überleben. Du hast keine Ahnung. Es ist jetzt vorbei. Sie müssen nicht mehr auf diese Weise leben. Seraphima. Etoti. Aber du bist tot. Sie sagten mir, du wärst tot. Kommt sie wieder in Ordnung? Ich weiß es nicht. Aber es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Familie ist halt so. Oh, ich weiß. Ich weiß. Vielen Dank, Lara. Für alles. Okay. Damit... Oh. Ich musste diese Tür aber nicht mit dem Seilpfeil aufmachen. Immerhin ist das nicht wahr geworden. Aber meine anderen Prophezeiungen... Pollenpfeile. Ihr Traumstachelbogen drängt ihre Giftpfeile mit halluzinogenen Pollen. Ich habe ihn auch noch ein bisschen halluziniert, wie ihr seht. Die Verwirrung und Furcht unter ihren Feinden säen. Na, die Wahrheit hinter der Hexe wahrscheinlich. Das heißt, das wird wohl der DLC gewesen sein. Das wird das gewesen sein. Interessant. Ich find's ernsthaft interessant, weil ich meine, du musst überlegen. Vielleicht ist dir noch etwas schwindelig von den Pollen. Ja. Ich dachte, ich lasse sie ein wenig allein, während ich mich etwas umschaue. Ich habe den letzten Kessel drinnen abgestellt. Du solltest dich jetzt umsehen können, ohne, naja, durchzudrehen. Dieser Ort ist unglaublich. Hier wäre ich auch eingezogen. Sie hat hier gelebt. So nah bei uns. Die ganze Zeit. Du wusstest es, oder? Mann, jetzt ist alles so offensichtlich. Ja, ich wusste es tatsächlich. Okay, das war genug geredet. Ich weiß auch nicht, war das offensichtlich oder nicht? Oder habe ich jetzt einfach nur zufällig richtig geraten? Wie sie den Aufzug repariert hat, wenn wir im Tal mehr davon zum Laufen bringen können. Vielen Dank, Lara. Wir sehen uns bald. Was? Warum redest du drei Sätze gleichzeitig? Vor allem die Lippen haben sich überhaupt nicht bewegt. Daran hat man dann wohl gesehen. Sagte, dass sie brillant sei. Aber all das hier ist schon fast unglaublich. Es war also doch nicht genug geredet. Ach, was haben wir denn hier Feines? Es gab eine Revolte, eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen, aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Ja, was mit ihrem Kind ist, weiß man natürlich jetzt immer noch nicht, ne? Was mit der Mutter ist? Ist sie jetzt Teil der einheimischen Bande oder ist sie tot? Ich weiß es nicht mehr. Bestimmt hat man es irgendwie rausgefunden zwischendurch. Baba Yagas Waffe. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenbesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos.
Okay, hier geht's nicht oder noch nicht durch. Ja, das ist... Wow. Das war der ganze Spuk. Aber dass sie das alleine oder mit Hilfe ihrer, ja, wie sagt man, ihrer Gefolgschaft gebaut hat, ist doch beeindruckend, muss man sagen. Ich will nicht sagen, dass ich einer alten Frau nichts zutraue, aber das ist... Kann man ja wohl nicht anders sagen. Ich laufe jetzt immer so ein bisschen rum. Mal gucken. Ob wir hier noch ein bisschen was Feines mitnehmen können. Warte. Ich war hier unten noch nicht in allen Bereichen. Ich möchte natürlich jetzt so gut wie alle Bereiche abgrasen, wenn es geht. Weil ich keine Lust habe, ehrlich gesagt, später nochmal wieder herzukommen, weil ich irgendwie eine Kleinigkeit vergessen habe. So. Springen geht für mich gefühlt irgendwie ein bisschen schneller als Rennen. Huch. Ja. Wegschießen kann ich die Dosen auf jeden Fall. Aber nicht mit in einen Bereich nehmen, wo die nicht erlaubt sind natürlich, völlig klar. Hier geht's jetzt nicht weiter. Kann ich hier drin schwimmen? Okay, nee. Ich kann auf jeden Fall nicht tief tauchen oder ich habe es noch nicht rausgefunden, wie es geht. Vielleicht ist das auch eine Fähigkeit, die wir erst später erlangen. Damit wir, weiß ich nicht, später im Spiel noch mehr tun können. Oh, ups. Scheiße. Wie schwimme ich nochmal schneller? Ich weiß es nicht. Ach so, ah. Okay. So. Ich gehe jetzt hier hoch. Ich versuche jetzt hier einmal mich noch durchzuwurschteln. Und dann können wir gleich mit der Hauptgeschichte weitermachen. Das ist hier. Ach, das ist der. Ach, das ist der Hauptraum. Okay. So, ich finde aber, ich habe das gut gemacht, muss ich sagen. Nicht nur zu erraten, was die Hexe. Was das Geheimnis der Hexe ist. Wobei ich sagen muss, dass es. Also, gut, es gibt. Man kann sagen, dass es relativ einfallslos war. Weil, ich meine, das war für mich jetzt ziemlich offensichtlich irgendwann, dass das irgendwie was mit der Großmutter zu tun hat, mit der Hexe. Aber es war nicht so viel Story. Also da mit dem bisschen, was sie hatten, haben sie einiges gemacht, finde ich. Ne? Muss man schon sagen. Die hätten auch einfach irgendwie sagen können, die Hexe ist jetzt eine völlig Fremde und wir besiegen und erschießen die. Das wäre wahrscheinlich dann aber kein DLC wert gewesen. So. War ich hier schon? Ich meine, ohne auf Droge zu sein, meine ich. Das ist... Ach, das ist... Hier gehe ich auch mal nochmal hin. Ich bin ja jetzt geimpft quasi. Was ist das? Kann ich hier problemlos... Runter? Ah ja, ich kann hier runter. Hoffentlich ist das Wasser. Okay, es ist Wasser. Ja. Warte mal, wie komme ich hier raus? Hä? Warte mal, wie komme ich hier raus? Bin ich doof? Warte mal. Ich muss mal gucken. Steuerung anzeigen. Wie kann ich tiefer tauchen? Tauchen. Tauchen. Untertauchen gedrückt halten. Hä? Bin ich jetzt... Bin ich komplett am Ende oder... Oder
komme ich hier nicht mehr raus. Hey, warte mal. Das kann doch gar nicht sein. Ich bin doch... Hier muss man doch... Hier muss man doch wieder rausfinden. Ich meine, hier ist... Ach, ach, okay, Buh. Ach, ich wollte schon sagen. Gut, als ich gesagt habe, dass man über die Leiter nicht so schnell klettern kann und hierüber auch nicht, das war natürlich gelogen. Das hier geht natürlich trotzdem. Okay, das hier hat also nicht geholfen, dann hier gehe ich nicht nochmal hin. Scheiße. Ich hätte beinahe, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, hier Selbstmord zu machen, Speicherslot und so, alles sehr behindert. So. Ich möchte auf die obere Ebene, möchte ich auch noch drauf. Deswegen muss ich nochmal kurz gucken, ob ich da irgendwas an Sammelobjekten finde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt mehr finden als vorhin, als wir das Zeug noch im Blut hatten. Weil ich rede jetzt natürlich nur von so, von wahrlich wertvollen Sammelobjekten. Ach, warte mal, das zählt doch gar nicht. Ich muss da rüber. Ich muss da zu diesem Seil. Scheiße. Das hätte ich mir auch direkt angucken können. Stattdessen verschwende ich meine Zeit. Warte mal. Wie komme ich da hin? Ach, ich bin doof. Natürlich, so. Mein Gott, ne, okay. Sagt das doch mal einer, ich bitte euch. Ja, habt in die Kommentare geschrieben. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann brauche ich es leider auch nicht mehr. Aber ich fand es sehr hilfreich. Ich verliere manchmal meine Kenntnis über gewisse Worte. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. So. Da war ich da. Ne, ich muss jetzt mal genau gucken, wo ich war und wo nicht. Da unten war ich auf jeden Fall. Von da bin ich abgesprungen. Muss mal gucken, was ich mir hier noch angucken kann. Das kenne ich auch schon. Ich glaube, ich komme hier gar nicht viel weiter. Oder? Okay, ich geb dieser Kante da gleich eine Chance. Da bin ich, glaube ich, am Ende auch drauf gesprungen im Kampf. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass Lara sehr viel Ausdauer hat? Also besonders auf Schlafen tut sie nicht. Zumindest nicht in meiner Anwesenheit. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier. Zack. Ja, okay. So habe ich es dann vorhin auch gemacht. Dann geht das ja wenigstens noch. Mal kurz schauen, ob wir hier noch irgendwie... Da, siehst du, eine Kiste mit vier... Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, was man da, was sammelt man da an Material. Okay, es ist ja auch nicht beschrieben. Ach doch, warte mal. Nee. Hier ist es beschrieben. Inventar. Ich will nur wissen, was das für ein Zeug ist. Stoff. Ja. Was ist das? Eine Dose, okay. Ich habe vergessen, wie Dosen aussehen. Oder ich habe es verdrängt, könnte man sagen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Hier ist die oberste Stelle quasi. Also wenn jetzt hier nicht noch irgendwas total Interessantes liegt. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Hier. Das ist, sieht aus wie eine Karte. Da muss ich gleich auf jeden Fall hin. Ich muss aber erst nochmal schauen, was hier oben ist. Ah. Aha. Ein Überlebensversteck. So. Siehst du, noch sowas habe ich gesucht. Das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, was anderes. Ich habe jetzt zwar den Überlebensinstinkt wieder häufig nicht benutzt, aber ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ah. Ach, guck mal, und ich habe noch einiges. Scheiße. Was die hier außerhalb machen, weiß ich nicht so genau. Aber wisst ihr was? Ach, was haben wir überhaupt erreicht? Wir müssen noch
Doch, müssen noch 9 Dokumente und 2 Überlebensverstecke finden. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Aber ich glaube, bis dahin gehe ich erstmal zurück zum Basislager, weil ich muss nämlich für heute aufhören. Leider aufhören zu zocken. Ich muss mich nämlich langsam wieder dran gewöhnen, wie es ist, etwas früher aufzustehen. Scheiße. Aber was soll's. So, jetzt muss ich nur wissen, wo der Ausgang ist. Ach, guck mal, hier kann man noch was aufmachen. Dass das nur mit den Seilen aufgeht. Erstaunlich. Bin ich hier zufällig in der Nähe von so einem Überlebensversteck? Ne, da müsste ich hinter. Das kann man auch mit dem Seilpfeil aufmachen. Oha. Aha. Siehst du, guck mal. Schön durchgeglitscht. Ich glaube, das war aber... Also, spieltechnisch war es möglich. So. Nee. Ist das hier noch was Interessantes? Ah, hier ist es. Geheimnis entdeckt. Ja, guck mal. Und da ist ein Überlebensversteck direkt gegenüber. Vielleicht mache ich das doch noch, weil irgendwie habe ich das Begehren, diese Story heute abzuschließen. Und zu der Story zählt für mich natürlich auch sowas dazu. Andererseits ist das hier natürlich ein bisschen aufwendig, in bestimmte Gebiete vorzurücken. Wo sind wir hier jetzt? Ich muss mich genau um... Ach, guck mal, das kann ich auch noch aufmachen. Ich habe so viele Türen noch nicht aufgemacht. Wobei es sehr nützlich ist, die aufzumachen. Weil das ist ja noch besser als Schnellreisen. Du kannst es sogar selbst machen. Also, das Reisen. Ha, guck mal. Überlebensverstecke. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle Überlebensverstecke gefunden. So, hier sind noch einige Dokumente auf unserer Ebene. Ich suche erstmal die auf unserer Ebene. Hier rechts. Das sollte rechts von mir sein. Hier weiß ich allerdings nicht, wie man da hinkommen soll. Das Seil? Augenblick mal. Okay. Damit könnte ich was machen, wenn ich hier das entsprechende Seilgegenstück finde. Ne, von hier aus wird das nichts. Ich versuche jetzt einfach mal gerade nur da hochzukommen. Andererseits, das ist wieder so ein Zahnrad darunter. Da kann man bestimmt wieder nicht stehen. Ich gehe mal einfach auf eine von diesen Plattformen hier drauf. So. Klettern wir nochmal hier. Nein, 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 nein. Nein! Okay, kein Problem. Warte mal, wo war ich denn jetzt? Scheiße.
Genau sowas ist es, was mir nicht passieren sollte. Es sah nicht mal wie meine Schuld aus. Natürlich ist es meine Schuld. Ich versuche nur, das Spiel verantwortlich zu machen. So, jetzt nochmal hier hoch. Falls ihr schon abschalten wollt, ich glaube, ich werde, nachdem ich diese Sachen gefunden habe, die Folge beenden. Das dauert jetzt halt wahrscheinlich nur ein paar Momentchen länger. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt noch viel... Achtung, und schaffe ich's? Ja. Ja, das war aber knapp. Gut. Ich verliere nur langsam die Geduld, müsst ihr wissen. So. Hier sind wir jetzt. Gucken, ob hier noch irgendwas Leuchtendes, Glitzerndes ist. Habe ich hier oben noch was vergessen? Nein. Habe ich nicht. Andererseits müsste... hier links von uns etwas sein. Dann ist das wohl nicht auf dieser Ebene. Tja, okay. Ich glaube, da drüben, da ganz genau gegenüber. Ja, da ist auf jeden Fall was. Da weiß ich nur nicht, wie man da hinkommen will. Ach ja, das ist etwas komplizierter, als ich gedacht habe. So, gehen wir nochmal hier drauf. Da hoch kann man nicht dran klettern, ne? Nee. Nicht wirklich. Ich will darüber. Da will ich hin. Ach, warte mal. Gebt mir eine Sekunde. Die Teile da, diese Plattform, die sind ja verbunden da oben mit diesem Seilzug. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe und richtig lande und das da anvisiere, bleibt das oben? Okay, es bleibt oben. Womit ist denn das andere verbunden? Ist es überhaupt mit irgendwas verbunden? Kann ich es nochmal beschießen? Und vor allem geht das jetzt kaputt gleich wieder? Warte mal. Wie komme ich am schnellsten darüber? Ich mach's nochmal. Augenblick. Damit ich den. Falls es einen Timer gibt, damit ich ihn nochmal neu starte. Ja. Augenblick. Ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Geh schon hoch. Hä? Oh. Geil. Okay, es ist wieder unten. Ich muss mich also beeilen. Wie beeilt man sich am besten? Wahrscheinlich mit einer dieser drehenden Plattformen. Achtung und abrollen. Okay, abrollen hat nicht funktioniert. Egal. So, das probiere ich jetzt direkt nochmal. Ist mir egal, wie lange die Folge dauert. Ach, das war sie. Scheiße. Okay, ich mache das gleich nochmal, wenn die niedrige Plattform vorbeifährt. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich dann gleich rüberspringen kann. Das sieht zumindest von der Höhe so aus, als ob ich von dieser Plattform dahin springen kann. Und dann kann ich...
darauf springen und dann darüber und das wird dann hoffentlich klappen. So. Kurz die Finger ausruhen. Das, okay, das geht deutlich, gefühlt geht es deutlich schneller als das manuelle Herumklettern. Ja, und... Ah, perfekt. Sehr gut. So, dann habe ich jetzt auch noch was gefunden. Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Niemand wird eindringen. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Ja, sorry, nicht mehr. Wobei, wenn sie will, kann sie sich ja zurückholen. So. Und auf der anderen Seite, schräg gegenüber, gibt es auch noch was, was man holen kann. Ich frage mich, ob ich von hier da rankomme. Glaube aber, dass es hier erstmal soweit es gewesen ist. Was passiert eigentlich? Ich kann von hier aus nicht ins Wasser springen, ne? Soll ich mal versuchen? Ah, tatsächlich. Nicht gestorben. Ja, ich möchte nämlich jetzt dann doch vielleicht nicht mehr weiter die ganze Zeit versuchen, alles... Ach, hier kann man auch hochklettern. Geht das? Ne, geht nicht. Schade. Hier kann man auch nicht durch. Warte, wie komme ich hier überhaupt raus? Wo ist das Basislager? Hinter mir? So, ich gehe zum Basislager und die Folge, die ist jetzt fast eine Stunde lang. So langsam reicht es mir auch. In der nächsten Folge müssen wir uns dann noch mit diesen ein paar Kleinigkeiten beschäftigen. So ist es dann halt eben. Aber das meiste haben wir ja doch wohl erledigt, würde ich sagen. Und ich glaube mitunter auch das Schwierigste. Hier direkt hinter mir ist noch eins. Das habe ich noch nicht verstanden. Wie man da hinkommen soll. Ich guck noch kurz, ob ich von hier aus nach oben komme. Nee. Nee. Ja, da müssen wir uns in der nächsten Folge drum kümmern, da oben, wo die Blüten drin waren, ob wir da irgendwie hineinkommen. Vielleicht wieder hier über diese Steigmechanismen und dann mit diesen Transport... Ja. Was sind das überhaupt für Dinger? So Transportviecher? Ah, hier wollten wir hin. Großvater sagte, dass sie brillant sei. Ah, okay. Das hast du schon mal gesagt. Tschüss. Keine Ahnung, wo Großvater und Großmutter sind. Nadias Großeltern, im Gulag voneinander getrennt, sind wieder vereint. Sie haben alle einen langen, beschwerlichen Weg vor sich. Serafima hat so lange die Maske der Hexe getragen. Ich weiß nicht, ob sie je wieder ganz in diese Welt zurückkehren kann. Und Ivan hat davon geträumt, die Hexe zu töten und seine verlorene Liebe zu rächen. Und doch waren beide ein und dieselbe Frau. Diese Wunde, die er jahrzehntelang getragen hat, wird nicht über Nacht heilen. Sie sind Überlebende. Das sind wir alle. Aber es wird schwer werden. An manchen Tagen sogar unmöglich erscheinen. Ich weiß es. Wenigstens haben sie eine Chance. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Es mag nicht genug sein, aber es ist ein guter Anfang. Sei doch mal nicht so pessimistisch. So, das Upgraden, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und für eure Daumen nach oben und nach unten und eure Kommentare, wohin immer sie alle gehen. Ich würde vorschlagen, wir hören uns morgen wieder. Wahrscheinlich. Ich hoffe es. Also jetzt beginnt wieder die Arbeitszeit sozusagen und ich habe unter der Woche weniger Zeit zum Aufnehmen, aber irgendwie werde ich das wohl hinkriegen und falls ich jetzt mal zwischendurch ein, zwei Tage Pause zwischen den Videos habe, dann verzeiht es mir bitte, aber ich versuche nach bestem Zeitaufwand und Zeit vorhanden
alles aufzunehmen. Dafür war diese Folge ein bisschen länger, nur für den Fall, dass da irgendwie demnächst mal so eine kleine Lücke ist. Aber ich will gar nicht schwarz malen. Ich habe mich irgendwie von Lara anstecken lassen. Das ist doch gar nicht so schlimm alles, ne? Macht euch eine schöne Zeit. Ich sag mal, bis morgen, bis zur nächsten Folge, bis wann auch immer. Ja, mir fehlt jetzt noch ein markanter Abschiedsgruß, also sage ich einfach erneut. Tschüss.